Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich werde wahrscheinlich auch nicht die ganzen 5 Minuten brauchen. Insofern war das meine Replik, Frau Ministerin, auf das Gespanntsein. Uns als Piraten wird ja oft vorgeworfen, wir reden irgendwie über Bundesthemen. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel gehört. Natürlich ist die Übermittlung der Informationen hier Aufgabe der Landesregierung. Nichtsdestotrotz reden wir hier an sich schon über ein Bundesthema. Ich vermute mal vorsichtig, dass das hier auch so ein bisschen der Versuch ist, eben eine Regelung, die im Bund auf den Weg gebracht wurde, halt hier im Land dann auch nochmal zu debattieren und zu zeigen, dass dort eine gute Regelung halt eben im Bund angefangen wurde, aber die halt hier im Land eben noch nicht so richtig gegriffen hat in den entsprechenden Einrichtungen, in den entsprechenden Diensten. Wie dem auch sei, eine konkrete, richtig sinnvolle Regelung wäre dann gewesen, eine gesetzliche Regelung dann tatsächlich auch auf Bundesebene zu schaffen, die uns dann auch hier als Land die entsprechende Rechtssicherheit bringt. Frau Ministerin Steffens hatte das ja auch in einer kleinen Anfrage schon mal entsprechend an Frau Kollegin Scharrenbach auch beantwortet. Das wäre durchaus der sinnvolle Weg. Das wäre aus meiner Sicht auch der richtige Ansatz, im entsprechenden CDU-Antrag hier dann eben eine bundesgesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen, um diese Rechtssicherheit dann eben dann tatsächlich auch zu schaffen. Die Information an sich, und das ist ja so der Beschlusspunkt oder der erste Beschlusspunkt des vorliegenden Antrags, die Informationspflicht, auch das hat Frau Ministerin Steffens in der Antwort auf die Kleine Anfrage eben geschrieben, das ist geplant fürs erste Quartal 2015. Ich vermute, im folgenden Redebeitrag wird sie darauf noch näher eingehen, wann und wie das genau stattfinden wird. Da schauen wir uns mal an, wie wir da den Stand der Dinge tatsächlich haben. Der zweite Beschlusspunkt, den kann ich natürlich nur unterstützen. Das ist eine Berichtspflicht, damit der Landtag darüber informiert wird, damit der Ausschuss darüber informiert wird, wie eben Stand der Umsetzung tatsächlich ist, wie die erste Erfahrung vielleicht auch ist. Das halten wir Piraten ganz grundsätzlich immer für sinnvoll. Ansonsten zur Pflegedokumentation vielleicht im ganz Allgemeinen noch. Es ist gerade schon viel gesagt worden, Riesenbürokratiemonster, gar keine Frage. Mein Kollege Wegner hatte seinerzeit im Ausschuss das auch schon angesprochen. Ich fasse mal kurz zusammen, wenn ich halt so ein Bürokratiemonster habe, wenn ich eine sehr umfangreiche Pflegedokumentation habe, die dann aber, ob die jetzt sinnvoll ist oder nicht, am Ende gar nicht wirklich hundertprozentig auch kontrolliert, nachvollziehbar für alle kontrolliert wird, dann bringt das Ganze auch nichts. Dann kann ich das reformieren, dann kann ich eben eine Vereinfachung dieser Pflegedokumentation versuchen zu erreichen. Ich glaube, da ist ein ganz guter Schritt hier auf den Weg gebracht. Die Frage, die sich dann allerdings stellt oder die der Kollege Wegner im Ausschuss seinerzeit auch schon gestellt hat, bleibt allerdings trotzdem bestehen. Auch die vereinfachte Pflegedokumentation, die muss natürlich von den medizinischen Diensten dann auch vernünftig und sinnvoll überprüft werden, ob das alles passt mit den Personalschlüsseln und so weiter und so fort. Da sind Mängel, die wir ja bislang festgestellt haben. Da bin ich gespannt, was uns da die nächsten Monate tatsächlich noch bringt. Und ansonsten, wie gesagt, die Informationspflicht ist auf den Weg gebracht. Und von daher sehe ich jetzt da momentan keinen Grund eigentlich für diesen Antrag. Aber vielleicht kann uns Frau Ministerin Steffens dann noch weiter erleuchten oder mit neuen Informationen kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.